Fräulein Hasenclever, es geht weiter. Schicken Sie jetzt bitte mal die Frau Becker und den Herrn Hausmann herein. Danke. Frau Becker, Herr Hausmann. Frau Becker, Herr Hausmann. Frau Becker, Herr Hausmann. Oje, oje. Frau Becker, Herr Hausmann, ich grüße Sie. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Wie bitte? Moment, das haben wir sofort. In meinen Unterlagen steht eindeutig Peter Hausmann. Vom Beruf Hausmann. Entschuldigung. Das ist mir unangenehm. Hier steht Beruf Bäcker. Das kann passieren. Verzeihen Sie bitte. Das ändern wir sofort um. Da hat das alles seine Richtigkeit. Sie sind also jetzt Herr Bäcker. Bäcker wie Brötchen oder wie Boris? Und Sie sind da vom Beruf Hausmann. Haha. Ja, so richtig mit Kochen, Putzen, Waschen, allem drum und dran. Wir leben im 21. Jahrhundert, Frau Becker, das ist völlig richtig, aber es ist doch schon eher selten, dass man mal jemand persönlich gegenüber sitzt, der, ja, wie soll ich sagen, in dieser Weise aktiv ist. Deshalb sind Sie nicht hier, das ist völlig richtig. Frau Becker, Herr Haus, Becker. Ich habe Sie zu mir gebeten, weil mir jetzt die Ergebnisse der Fruchtwasseruntersuchung und der genetischen Embryoanalyse vorliegen und ich Sie über die Anpassung Ihrer Beiträge zur Krankenversicherung informieren möchte. Sie haben ja seinerzeit trotz gegenteiliger Beratung durch uns als zuständige Krankenkasse darauf bestanden, Ihren Nachwuchs auf herkömmliche Weise durch Beischlaf zu zeugen. Das heißt, Sie sind bewusst das Risiko eingegangen, die genetischen Anlagen Ihres Kindes dem Zufall zu belassen. Und das, obwohl unser Mitarbeiter Sie ausführlich über die mangelhafte Qualität Ihres eigenen Erbgutes informiert hat. Natürlich steht es mir nicht zu, Frau Becker, Ihre Entscheidung für diese in meinen Augen überholte Form der Fortpflanzung zu kritisieren. Aber wenn Sie mir da mal eine persönliche Bemerkung erlauben, ich finde das äußerst befremdlich. Wenn Sie in unserer leistungsorientierten Gesellschaft, in der schon kleine Störungen und körperliche Handicaps das Fortkommen erheblich beeinträchtigen können, wenn Sie da auf die Hilfen der modernen Reproduktionsmedizin so vollkommen verzichten. Es ist ja nicht nur so, dass Sie Ihrem Kind die optimalen Startchancen verbauen. Sie müssen ja auch davon ausgehen, hinterher von Ihrem Nachwuchs wegen mangelhaften Erbgutes verklagt werden zu können. Was ich unter uns gesagt bei dem hier vorliegenden Ergebnis Ihres genetischen Roulettes für gar nicht mal so ausgeschlossen halte. Ja, machen wir uns mal nichts vor. Ihr Nachwuchs wird sowohl vom äußeren Erscheinungsbild her als auch von der Intelligenzausstattung weit hinter dem zurückbleiben, was heute selbst für mittlere Einkommensschichten finanziell erschwinglich ist. Aber heute wollen wir ja nur herausfinden, ob Sie sich Ihr persönlich gezeugtes Wunschkind finanziell überhaupt erlauben können. Und da entnehme ich meinen Unterlagen, Frau Becker, dass Sie bei uns bereits in drei Risikogruppen erfasst sind. Als Frau, Raucherin, und aufgrund mangelhafter Zahnpflege, da zahlen Sie bereits jetzt Zuschläge zur Krankenversicherung in Höhe von 70%. Sie, Herr Beckmann, Herr Becker, Entschuldigung, Sie sind vorbelastet mit Haltungsschäden, Naschsucht mit daraus resultierendem Übergewicht und Sie haben jetzt bereits 2 Jahre hintereinander die obligatorischen Nachweise über die regelmäßige sportliche Betätigung nicht beibringen können. Ihr Zuschlag liegt derzeit schon bei 80%. Gemeinsam zahlen Sie schon heute das 2,5-fache des Grundbeitrages. Die Analyse der Erbanlagen des für Ihnen persönlich gezeugten Embryos kommt dann jetzt zu folgendem Ergebnis. Es handelt sich hier um ein Mädchen, ja? Die Erbanlagen der Mutter sind dominant, das heißt, wie sagt der Volksmund, es wird auf Sie kommen, Frau Becker. Womit die Kleine durchaus noch Schwein gehabt haben dürfte. Denn leider ist es Ihnen ansonsten gelungen, so ziemlich alle negativen Merkmale, über die Sie beide verfügen, miteinander zu kombinieren. Ihre Tochter wird mit schwerem Bronchialasthma zu kämpfen haben. Sie wird über einen nervösen Magen verfügen. Durch ein angeborenes Hüftleiden ist sie leicht gehbehindert. Sie wird zu erröten und leicht im Stottern neigen. Das müssen wir als Stressfaktor verbuchen, Frau Becker, das schlägt ja wieder auf den Magen. Wir haben noch die Veranlagung zu Bluthochdruck und Kurzsichtigkeit, so ein paar Kleinigkeiten wie grauer, grüner Stahl, Krampfadern und Senkfüße sehe ich noch. Das macht alles zusammen, nach unseren Regelsätzen, weitere 130% Zuschlag. Und wenn ich jetzt heute noch erfahre,
dass Sie, Herr Backhaus, Herr Becker, dass Sie als Hausmann quasi die Hauptlast der Erziehung übernehmen werden. Da können wir nach meiner ganzen Berufserfahrung jetzt schon davon ausgehen, dass Sie aufgrund Ihrer Nachtsucht Ihre Tochter auch mit Süßigkeiten vollstopfen werden. Dass die Kleine ihre Abneigung gegen sportliche Betätigung jedwede Art übernehmen wird, das führt uns dann in Zusammenhang mit ihrer mangelhaften Zahnpflege, Frau Becker, zu einem weiteren Zuschlag von 70%. Das heißt, wenn Sie dieses Kind unbedingt zur Welt bringen müssen, werden Sie für sich in Ihren Nachwuchs mit einem Zuschlag von 350% zur Krankenversicherung belastet sein. Das entspräche bei einem gegenwärtigen Beitragssatz von 14%, ganz genau 63% Ihres Bruttolohnes, Frau Becker. Davon übernimmt der Arbeitgeber nach wie vor 7%, selbstverständlich. Wir zählen da jetzt nochmal Ihre Beiträge zur Arbeitslosenrente und Pflegeversicherung, weitere Fixkosten wie Miete etc. hinzu. Und dann frage ich Sie jetzt hier an dieser Stelle offiziell, Frau Becker, wie Sie und Ihr Hausmann die ordnungsgemäße Aufzucht dieser Tochter überhaupt gewährleisten wollen. Ohne dass wir gleich von vornherein wieder weitere Zuschläge wegen chronischer Unterernährung mit einplanen müssen, was fairerweise gesagt langfristig dann natürlich zum Wegfall Ihres Übergewichtszuschlages führen würde, Herr Becker. Nein, Sie brauchen die Frage heute nicht zu beantworten, Frau Becker. Sie haben laut Gesetz nach Bekanntgabe dieser genetischen Embryoanalyse 5 Tage Zeit, sich die Austragung dieses speziellen Fötus noch einmal zu überlegen. Ich darf Ihnen deshalb noch einmal unsere Broschüre über die Möglichkeiten der geplanten Fortpflanzung im Reagenzglas ans Herz bzw. Portemonnaie legen. Die Broschüre enthält eine ausführliche Kosten-Nutzen-Analyse für alle Modelle. Und wenn Sie noch einmal mit spitzem Bleistift rechnen, je nachdem, wie viel Geld Sie heute für eine bestimmte Erbanlage investieren, das sparen Sie ja langfristig auch, was Sie sonst für Nachhilfe, Unterricht, Make-up oder größere Operationen ausgeben würden. Außerdem garantieren wir bei Wahl eines Kassenmodells Zuschlagfreiheit für das ganze Leben Ihres Kindes und in diesem Falle ist für Ihren Nachwuchs dann sogar noch der Rechtsweg ausgeschlossen. Frau Becker, lassen Sie sich die Sache mit Ihrem Bauch bitte nochmal durch den Kopf gehen. Herr Becker, Frau Becker, wir sehen uns in 5 Tagen. Frau den Hasenklever, die nächsten bitte.